Guten Morgen aus Kalifornien. Heute mit einem weiteren Video bezüglich des Hauskaufs. Und zwar, was man da an Fehlern machen kann, was man an Fehlern vermeiden sollte und was sonst noch zu beachten ist. So, eins vorweg. Das sind jetzt alles Erfahrungen, die wir gemacht haben. Wir haben, seitdem wir hier sind, 3 Häuser gekauft. Wir wohnen mittlerweile im dritten Haus, also wir sind in, haben in, 2 Häuser in Colorado gekauft, 1 in Kalifornien und haben dabei verschiedene Erfahrungen gemacht. Manche sehr positiv, manche auch ein bisschen den faden Beigeschmack hinterlassen haben. Und da möchte ich in diesem Video einfach mal drüber sprechen und euch Sachen da ans Herz legen, wenn ihr ein Haus kaufen wollt in den USA. Was es da zu beachten gibt, unserer Meinung nach, meiner Meinung nach. Also, fangen wir einfach mal an. Am ersten Teil, jedes Haus, wenn man es kauft, sollte von einer Inspection Company inspiziert werden. Also man lässt einen Inspektor kommen, der sich das Haus anschaut. So, das kann sein, dass dieser Inspektor einfach, ich sag mal, sich die normalen Sachen anschaut, was im Haus funktioniert, nicht funktioniert. Im Detail sollten die sich wirklich alles angucken, um dir dann hinterher einen Bericht zu geben, der dann sagt, ja, hier in dem Haus, die und die Sachen funktionieren. Da sind 2 Steckdosen kaputt, da geht ein Lichtschalter nicht. Der Abfluss in dem Waschbecken funktioniert nicht. Die Heizung ist sicherlich seit ein paar Jahren nicht mehr geserviced worden. Solche Sachen, also wirklich Mängel am Haus. Das geht so weit, dass die auch aufs Dach gucken natürlich. Die sollen feststellen, dass das Dach, gut, die können nicht unbedingt sehen, ob es dicht ist. Aber ob das Dach von außen hin irgendwelche Mängel aufweist, Schäden. Also ist ja doch ein erhebliches Investment, was man macht. Und gerade da sind dann diese Sachen sehr, sehr wichtig, dass man wirklich weiß, okay, wenn ich in das Haus einziehe, habe ich wahrscheinlich nochmal 3.000, 4.000, 5.000 Dollar an Reparaturen vor mir. Und die sollte ja eigentlich dann der Verkäufer bezahlen, weil der Verkäufer das hat in den Zustand bringen lassen, durch Warten oder Nichtstun oder mit Absicht. Also diese Inspection Companies arbeiten manchmal wirklich wie für den Arsch. Wir sind beim dritten Haus, haben wir einen gehabt, weil unser empfohlener Inspektor, der war im Urlaub. Wir mussten also mit einem anderen arbeiten, damit wir unser Closing machen konnten, also den Vertrag vollenden. Und naja, der Typ hat also nur die Hälfte gefunden, hat nicht sonderlich detailliert gearbeitet. Und im Nachhinein würde ich sagen, hat es uns sicherlich nochmal so 1500, 2000 Dollar gekostet, die wir dann nachträglich ins Haus reintun mussten an verschiedenen Stellen, einfach weil der Inspektor da gepennt hat und nicht vernünftig gearbeitet hat. Und das sind also wirklich die Sachen, wenn man einen Inspektor kennt oder der einem empfohlen wird, wenn man weiß, dass da dann gut was geleistet worden ist, dann macht das schon Unterschied. Hier hatten wir das Problem, dass der Inspektor, mit dem wir zusammenarbeiten wollten und da auch den schon getroffen hatten und alles, dass der, wie gesagt, im Urlaub war. Wir haben ein Angebot auf ein Haus abgegeben, hatten nur ein kurzes Zeitfenster für die Inspection und haben dann mit jemand anders gearbeitet, den der Makler von jemand anderem empfohlen hat. Und naja, waren wir also nicht so begeistert von. Der erste Inspektor, den wir hatten, wir hatten hier schon ein Angebot auf ein anderes Haus gemacht und haben dann für die Inspektion bezahlt. Und der hatte wirklich gute Arbeit gemacht, da wussten wir genau, was war. Also ich konnte auch von dem Bericht her sehen, dass es also viel, viel detaillierter war im Vergleich zu dem anderen. Also wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht und naja, man findet es halt immer erst später raus. Wir haben das eine Haus dann nicht gekauft, wo wir den ersten Inspektor hatten, aufgrund der Sachen, die er gefunden hat und auch was uns noch auffiel an dem Haus, was uns nicht gefiel. Inspektionen kosten so zwischen 300 und 600 Dollar. Da sollte man auch nicht shy sein, sagt man hier. Also da sollte man auch keine Scham haben, eventuell noch einen zweiten Inspektor zu holen und da dann nochmal 300 oder 600 Dollar auszugeben im Vergleich zu dem Betrag. Also unser Haus hat hier fast 600.000 gekostet. Im Vergleich zu dem Betrag ist das eine minimale Ausgabe, die aber eventuell da einem wirklich eine Menge Kosten erspart. Wir haben es nicht gemacht. Naja, warum auch? Es ist ein Fehler, den wir gemacht haben. Und davon haben wir halt entsprechend gelernt. Ne? So, der Makler, den man hier nimmt, wenn man ein Haus kauft. Der Makler wird vom Verkäufer bezahlt, ist aber für euch am Arbeiten.
Aber das heißt nicht unbedingt, dass der Makler für euch im besten Interesse handelt. Also wir haben es beim zweiten Haus gehabt, was wir in Colorado gekauft haben. Wir waren eigentlich mit dem Makler sehr zufrieden. Er war uns empfohlen worden, machte auch einen sehr netten Eindruck. Dann ging es darum, ums Verhandeln vom Preis und wir wollten ein bisschen Guidance haben, also ein paar Richtlinien, ob wir vom Preis her, von unserem Angebot her vernünftig lägen. Und naja, der Makler verdient natürlich weniger, wenn der Preis weiter runter geht. Und entsprechend kann man da nicht wirklich erwarten, dass die Makler da richtig hart für einen verhandeln, weil es einfach, wenn der Preis runtergeht, Augenblick mal, hier kommt jetzt gerade ein Auto, den lassen wir eben vorbeifahren. Wenn der Preis runtergeht, verdient der Makler weniger und manche Makler sind da halt ein bisschen, naja, anders, dass sie wirklich nicht dein Interesse im Kopf haben, sondern ihr eigenes. Und naja, wir haben also sicherlich zu dem Zeitpunkt 10.000 zu viel bezahlt. Und naja, es hat im Unterschied hinterher auf lange Sicht, auf die 10 Jahre, die wir das Haus hatten, hat es, oder acht Jahre, die wir das Haus hatten, hat es dann hinterher keinen gravierenden Unterschied gemacht. Weil einfach die Hauspreise so verrückt gestiegen sind in der Zeit. Aber zwischenzeitlich hat man dann doch wirklich überlegt, was wäre, wenn das Haus 10.000 billiger gewesen wäre. Man hätte also wesentlich geringere Hypothek gehabt, wesentlich geringere monatliche Belastung. Naja, wesentlich, nicht unbedingt, das wird ja auf einen langen Zeitraum ausgestreckt. Aber wie gesagt, der Wamm war dann auch nicht so glücklich. Und seitdem, also beim dritten Haus, wie häufig kauft man ein Haus, ne? Da habe ich dann in jedem Fall ein bisschen besser verhandelt. Es war ein bisschen schwieriger hier, weil der Markt in San Diego und Carlsbad und Kalifornien. Und da kommt das nächste Auto. Wir warten nochmal einfach einen Moment oder ich spreche lauter. Weil einfach der Markt in Kalifornien wesentlich schwieriger ist, da hat man nicht ganz so viel Verhandlungsspielraum. Aber insgesamt, wo ihr seid, schaut euch den Markt an und eventuell, was ist denn hier los jetzt? Eventuell habt ihr da hoffentlich die Möglichkeit zu verhandeln. Denkt dran, wie gesagt, dass der Makler nicht unbedingt 100% in eurem Interesse handelt. Also es kann sein, aber es muss nicht sein. Wir haben hier auch unheimliche Unterschiede gesehen bei der Art, wie der Markt funktioniert. Und zwar ist der Markt hier in Kalifornien ganz anders als in Colorado. In Colorado war es eigentlich fast so, ich sag mal, man ist unter Freunden, aber es war wirklich so, dass die Verkäufer eines Hauses nicht unbedingt, ich will mal sagen, aggressiv waren. Also hier haben wir es festgestellt, dass alle Verkäufer, also wirklich alle, wir haben insgesamt hier bei 4 oder 5 Häusern Angebote abgegeben. So, dann haben wir halt festgestellt, dass hier die Märkte wirklich sehr unterschiedlich sind. Also in Colorado ging es eigentlich, dass der Unterschied zwischen Verkäufer und Käufer, man war sich nicht unbedingt als Feind, will ich fast sagen, gegenübergestellt. Hier in Kalifornien, also wir haben hier mehrere Angebote auf verschiedene Häuser abgegeben. Der Markt ist sehr competitive und die Verkäufer und auch die Makler haben also wirklich da die Sau rausgelassen, will ich mal sagen, dass es sehr aggressiv war. Entweder ihr zahlt unseren Preis oder ihr könnt woanders hingehen. So in der Art. Also es war wirklich eine sehr unfreundliche, fast feindselige Geschäftsbeziehung, will ich mal sagen. Ich weiß nicht unbedingt, ob es an den Verkäufern selber lag oder an den Maklern, aber wir hatten da wirklich sehr negative Erfahrungen. Sowas hatten wir in Colorado nicht erlebt. Und in der Hinsicht kam das für uns also wirklich wie eine Überraschung. Das Haus, in dem wir jetzt leben, was wir gekauft haben, der Verkäufer war, wie gesagt, also hat uns einen sehr freundlichen Brief geschickt und alles, oder wie glücklich wir mit dem Haus sein werden und welche Erinnerungen hatte. Und die Maklerin in dem Fall, also die Frau, die war wirklich für einen Arsch, sag ich mal, pardon my French. So, da war es dann sogar so, dass die vereinbarte Übergabe des Hauses war auf Sonntagabend 6 Uhr festgelegt. So, wir fragten, ob man, wie gesagt, falls er schon früher raus ist und wenn es nur ein paar Stunden ist, uns doch einfach Bescheid zu sagen, dass wir ihn rein könnten. Und die Frau, die rief also wirklich erst um 5.58 Uhr an und sagte uns, wie wir in das Haus reinkommen würden. Es war, nicht nur bei dem Verkäufer und der Maklerin, sondern auch bei anderen, wo wir Angebote abgegeben hatten.
Es war sehr feindselig und also das hat für uns insgesamt hier den Umzug nach Kalifornien am Anfang ein bisschen eingetrübt. Also jetzt so nach 2 Jahren ist es vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber je mehr ich drüber nachdenke, desto ängstlicher werde ich. Ja. Nee, also es ist wirklich so, passt einfach auf. Das ist wirklich, man gibt eine Menge Geld aus. Was macht der Hund? Man gibt eine Menge Geld aus und dann hofft man ja eigentlich schon, dass es eine vernünftige vertragliche Beziehung gibt und dass das alles vernünftig abgeht. Aber manchmal muss man wirklich den Kopf schütteln, wie die Leute sich verhandeln. Da wünscht man wirklich, dass wenn die Leute dann beim nächsten Haus, was sie dann kaufen von dem Geld, was sie hier aus dem Haus rausziehen, genauso behandelt werden. Also es ist schade, dass man so denkt, aber es ist wirklich so. Ja, beim Hauskauf als letztes Thema, man kann vom Hauskauf für eine ganze Zeit lang wieder zurücktreten. Macht davon Gebrauch, wenn er wirklich merkt, es ist dann doch nicht das Richtige. Also wir haben es auch gemacht, wir hatten ein schönes Haus eigentlich und hatten uns das in einer gewissen Tageszeit angeguckt. Und als wir dann zu einer etwas busieren, also anderen Tageszeit dahin kamen, wo es mehr busy war, mir fällt jetzt nicht das deutsche Wort ein, da war es also vom Verkehr her ganz, ganz anders und laut. Und da haben wir dann einfach auch gesagt, nee, danke, da wollen wir nicht wohnen und haben dann unser Angebot zurückgezogen. So, da gibt es verschiedene Zeitpunkte während der Vertragsverhandlungen und während der Vertrag läuft. Sprecht mit eurem Makler, seid nicht, dass ihr fühlt, jetzt muss ich das Haus kaufen, sondern wirklich, wenn ihr was feststellt, dann versucht aus dem Vertrag rauszukommen und zieht lieber weiter und findet ein anderes Haus. Wir haben es auch gemacht. Und im Nachhinein denke ich mal, dass das die richtige Entscheidung war. So, das ist es für heute. Einfach mal ein paar Tipps und Tricks für den Hauskauf und was man beachten sollte. Ich hoffe, das war hilfreich. Wenn ihr das Video mögt, bitte natürlich den Daumen hoch klicken. I like it. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, das natürlich auch. Wenn ihr irgendwelche Fragen in Foren oder sonst wo seht, wo vielleicht eines meiner Videos gut als Antwort hilfreich sein könnte, würde ich mich freuen, wenn ihr da natürlich auch einen Link postet oder anderen Leuten Bescheid sagt, wo man diese Informationen findet. So, tschüss, schönen Tag noch.